Man weiß nie, wie wirklich das Wetter hier oben ist. Das alpine Wetter, das kannst du einfach nicht richtig einschätzen. Das mal regnet und dann auf einmal hast du doch die große Schneeflocke und dann kommt noch der Wind dazu. Was auch interessant ist, dadurch, dass wir eine große Angriffsfläche haben vom Wind her, vom Neigungswinkel. Ja, langweilig wird es einem dann jetzt. Die ersten Transporte hat man nicht so ein gutes Wetter wie heute. Da hatten wir Schneefall. Ja, teilweise Traktionsprobleme in den Serpentinen drin. Es war nicht immer ganz einfach, aber hat immer gut geklappt. Das ist natürlich gigantisch hier hoch, auf 2020 Meter Höhe hochfahren. Wir sind hier in Österreich, in Tiroler Alpen, auf 2000 Höhenmeter. Mein Name ist Tobias Helbing, bin 30 Jahre alt. Ich fahre bei der Wacker GmbH Schwertransport und mein Auto ist ein Arox 2663. Wir haben den Auftrag nach Kühtai hoch, Muldenkörper fahren mit 5,90 Meter Breite. Serpentin hochfahren, geht es darum, ja, enge Kurvenradien, Bäume, die reinhängen in die Fahrbahn, Häuserschluchten, wo man durch müssen. Ein starker Anspruch an den Motor im Endeffekt. Hier haben wir knappe 625 PS, Turbo-Retardo-Kupplung. Gerade für Steigungen im Rangiermodus ideal, kein Verschleiß in der Kupplung. Und da, wo es der Berg hochgeht, geht es auch wieder den Berg runter, da braucht man eine gute Retardo. Und das hat er natürlich auch. Durch die Breite dürfen wir nur nachts fahren. Das macht es uns schwerer, weil die Sicht auf die Ladung und drumherum haben wir Begleitfahrzeuge dabei. Ja, aber viel sieht man im Spiegel nicht. Das ist irgendwann nur noch ein Abschätzen im Endeffekt. Die erste Male war klar, waren wir aufgeregter. Wir sind die Strecke mit dem PKW abgefahren, haben uns alles nochmal angeguckt, worauf wir achten müssen. Schilder, Hausdächer, die reinkommen, Regenrinne, Natursteinmauern, alles. Und die Zäune, wo so auf 1,10 Meter sind, wo man wusste, dass wir da drüber kommen müssen. Weil wir eigentlich mit einer Seite von der Ladung mussten wir immer drüber kommen, entweder über den Zaun oder über die Leitplanke dann. Und klar, das erste Mal ist man vorsichtiger, bei jeder Tour wird man sicherer. Und wenn man weiß, dass so die Technik eigentlich passt, die man hat. Dass, wenn man mal im Berg stehen bleibt, dass man auf jeden Fall wieder wegkommt durch die Turbo-Retardo-Kupplung. Ich habe die Lehre zum Berufskraftfahrer gemacht, bin ich 4 Jahre Kipper gefahren. Und dann in der Firma kommt man schon Schwertransporte fahren. Bin ich noch in der Lehrzeit gefahren und seit der Lehre eigentlich immer nur groß, schwer. Das ist Leidenschaft, sonst kannst du das eigentlich gar nicht machen. Ich meine, wer wohnt schon gerne auf der Autobahn? Aber je nachdem, wie gut man halt ausgestattet ist, wir sind ausgestattet mit Standklimaanlage, Standheizung. Also es macht es einfacher. Eben durch meinen Vater bin ich draufgekommen, immer schon im Kindersitz mitgefahren, da schon wegen Diesel im Blut gehabt. Und da wächst man rein. Der Transport hat immer größer geworden. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.